Alles Gute im neuen Jahr. Was wird 2020 bringen? Wie lange wird die neue Bundesregierung halten und wie ist sie einzuschätzen? All das im neuen Skidas Melange um 5. Alles Gute im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut gerutscht und habt den Jahreswechsel gut überstanden. Willkommen bei einer neuen Folge von Skidas Melange um 5. 2019 war ein hartes und ein Jahr voller Veränderungen. Und ich möchte meinen Jahresausblick trotzdem benutzen, um euch allen, die mich unterstützt haben im EU-Wahlkampf, die die Sozialdemokratie unterstützt haben, noch einmal herzlich Danke zu sagen. Es war ein hartes Jahr, es war aber auch ein wichtiges Jahr mit vielen Veränderungen. Schauen wir aber in die Zukunft. Was bringt denn so 2020? Wir haben eine neue Bundesregierung. Lang hat es gedauert, das Verhandeln. Und wie ist jetzt das Ergebnis von Schwarz-Grün zu bewerten? Da werden wir vieles erst sehen, wie es wirklich sein wird. Aber die guten Dinge voranzustellen, es hat ein sehr engagiertes Umwelt- und Klimakapitel. Es ist in der Transparenz sehr engagiert. Hier warten wir aber noch auf die konkrete Umsetzung und die konkreten Maßnahmen. Es ist aber auch enttäuschend, denn in der Steuerpolitik 2 Milliarden Steuergeschenke an Großkonzerne über eine Körperschaftssteuersenkung auf 21%, das Streichen des Spitzensteuersatzes für Extrem-Superverdiener von 55%, das Abschaffen der Spekulationsfrist, was heißt, dass Aktienspekulationen wieder vollkommen steuerfrei sind und die Einkünfte daraus steuerfrei sein werden. Das alles lässt nicht viel Gutes erwarten. Und wenn wir weiterschauen im Migrationskapitel, aber auch der Plan einer Sicherungshaft sind keine guten Punkte und lesen sich so, als wäre eigentlich Schwarz-Blau noch an der Regierung und nicht Schwarz-Grün. Aber man soll ja den Abend nicht schlecht reden, bevor der Tag nicht passiert ist. Und daher warten wir mal ab, wie es sein wird. Meine Erfahrung aus der Regierung ist, dass man bei der ÖVP ordentlich aufpassen muss und dass die Grünen nicht so blauäugig in dieses Kapitel Regierungsbeteiligung gehen sollten. Was bringt noch 2020? Wir sind konfrontiert mit extremen Bränden in Australien, die in einem Ausmaß schon sind, die einem europäischen Land entsprechen. Fast so groß wie Österreich ist die Fläche in Australien, die brennt. Eine 500 Milliarden Tiere, und das sind Insekten noch gar nicht mitgerechnet, sind schon verbrannt. Und was das fürs Klima heißt, was das für die Weltklima und für Australien selber heißt, ist unabschätzbar. Und eigentlich sehr komisch, dass der australische konservative Premierminister eigentlich findet, zuerst, er kommt aus seinem Urlaub gar nicht zurück und zweitens, Klimapolitik interessiert ihm nicht. Wenn es so weitergeht im 2020er Jahr, dann ist es ein Stück weit auch traurig. Was Sendung heißt die Melange, daher trinken wir auch dazwischen. Was wird in Europa geben? Das große Thema wird sein Klimapolitik. Und hier wird Europa den Kurs vorgeben, hier wird Europa den Takt vorgeben, damit Länder wie Österreich, das in der Vergangenheit sehr säumig war, auch endlich einen ordentlichen Druck und einen Anschub kriegen, dass in der Klimapolitik einiges passieren wird. Wir werden den EU-Haushalt beschließen und auch hier wird sich zeigen, bleibt die österreichische schwarz-grüne Bundesregierung bei ihrem stupiden 1%-Ziel oder sagt sie, eigentlich die Dinge, die in Europa passieren müssen, sollen auch finanziert und mit Mitteln ausgestattet werden. Und werden wir endlich einen Schritt gehen, dass wir in Europa auch mehr Eigenmittel kriegen, Kampf der Steuerschlupflöcher und der Einführung einer Finanztransaktionssteuer, einer Steuerbemessungsgrundlage, einer gemeinsamen für die Körperschaftssteuer, die dann auch heißt Ende dem Steuerdumping. Das alles werden wir sehen, wenn die Regierung so weitermacht wie bisher, die österreichische, dann wird sie hier auf der falschen Seite sein. Im Regierungsprogramm steht es eher so, aber vielleicht können die Grünen ja hier noch einiges bewegen. Es wird auch um Handelsabkommen geben und da bin ich froh, dass wir auch Nein zu Mercosur sagen. Denn gerade wenn wir über Klima reden und Handelsbeziehungen, dann müssen wir solche Abkommen auch ablehnen, auch in Zukunft. Und es wird natürlich um zwei auch große Themen gehen, nämlich einerseits die EU-Erweiterung, Nordmazedonien, Albanien, damit hier endlich die Verhandlungen beginnen. Und hier freue ich mich, dass ich mich einbringen kann im heurigen Jahr, denn ich bin der Delegationsleiter der EU-Nordmazedonien-Delegation und werde hier versuchen, auch ganz positiv und aktiv mich in dieses Thema einbringen. Und das andere große Thema wird der Brexit sein. Mit Ende des Jahres scheiden die Briten aus der Europäischen Union aus. Ein schwerer Fehler, der dem Rechtspopulismus des Boris Johnson geschuldet ist. Und man wird dann auch sehen, dass es leider zum Nachteil
der arbeitenden Menschen in Großbritannien ist. Uns ist aber auch wichtig, dass die EU nicht zulässt, dass über die Hintertür Lohn- und Sozialdumping, Freihandel und alle diese Dinge noch stärker hereinkommen. Und daher gilt es auch an einem Verhandlungsergebnis, an einem Deal festzuhalten. Und Europa wird eine große Diskussion beginnen, wie es weitergehen soll. Wir haben den Jahresplan von Schuman und wir brauchen diese Konferenz zur Zukunft Europas. Und hier sind nicht nur unsere Ideen als Europaabgeordnete gefragt, sondern auch eure Ideen. Und wir werden euch auf den Social-Media-Kanälen auch einladen, genau hier mitzudiskutieren. So, das war mal genug fürs heurige Jahr. Das war meine, wenn man so will, Neujahrs-Melange statt Sekt-Melange. Ich wünsche euch noch alles Gute im heurigen Jahr. Wir sehen uns noch. Bleibt mir gewogen und alles Gute für 2020.